Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seid schuld, ich hab's schon wieder getan. Die nächste Hobbybestellung ist da. Ja, mein Konto freut's gar nicht, aber uns bestimmt, weil wir packen jetzt zusammen diese Tüte aus. Ich mach sie mal schnell auf, aber ohne euch, weil das knistert wieder relativ laut. Aber jemand Wollsüchtigen zu Hobby zu schicken, ist auch wirklich schon mal richtig schön gemein. Ich muss aber noch die anderen ganzen Shops ausprobieren, die ihr mir schon noch empfohlen habt. Bin mal gespannt, wie die dann sind. Aber ich wollte auch noch mal so eine Wundertüte haben, weil die letzte Wundertüte war ja schon so interessant. Und jetzt haben wir hier eine mit Baumwolle drin. Und die wollte ich mir unbedingt noch angucken. Und eigentlich wollte ich nur die Wundertüte bestellen. Mit diesem Sinn bin ich zu Hobby drauf und ich wollte wirklich nur die Wundertüte. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was dabei dann zum Schluss rausgekommen ist. So, als erstes kommt hier die Wundertüte. Die packen wir auch gleich hier im Video aus. Da mache ich diesmal kein extra Video zu. So, dann habe ich hier Knöpfe gefunden. Guckt mal, wie schön Diamanten die sind. Mit zwei Löchern zum schönen Festnähen. Aber die sind doch wohl traumhaft. Ich hole sie mal raus. Aber vergesst nicht, ich wollte nur die Wundertüte. Das dürft ihr nicht vergessen. So, hier sind die Knöpfe. Guckt mal, wie schön die leuchten. Da habe ich mir gedacht, da mache ich für Pippi eine Strickjacke. Und dann die Knöpfe mit dazu. Das sieht dann bestimmt mega edel aus. Oder an den Mantel, den ich euch schon mal gezeigt habe. Den ich da in RVU gerade mache. Weil das sollte eigentlich erst ein Mantel werden mit Gürtel, wo ich mal nur mit Gürtel zumacht. Oder aber die Knöpfchen, die würden da an dem Mantel bestimmt auch ganz zauberhaft aussehen. Auf jeden Fall davon drei Stück. So, dann habe ich hier zweimal. Habe ich die zweimal reingeschmissen? Okay, sechs Stück. Ja, dann habe ich die wohl zweimal reingetan. Sind das auch dieselben? Ja, 20 mm. Gut, okay, dann habe ich die zweimal. Also wir haben sechs Stück. Da ist wieder mal der Button mit mir durchgegangen. So, dann haben wir hier, die gab es wieder gratis dazu. Das heißt, wir haben davon jetzt schon insgesamt vier Stück. So, hier spüre ich was Wolliges. Hier haben wir die Manarola. Das ist nur 100% Acryl. Aber schaut euch mal diesen Farbverlauf an. Ist der nicht wunderschön? Das ist für die Stricknadel 4 bis 4,5 und für die Häkelnadel 4 bis 4,5. Aber eine wunderschöne Wolle und ganz, ganz weich. Und das Ganze zweimal. Nein, halt, Moment. Das ist die 10. Das ist die 10. Das ist die 10. Habe ich das dreimal? Okay. Und das Ganze dreimal. Ich glaube, da ging ein bisschen der Button mit mir durch. So, und dann habe ich zweimal diesen wunderschönen bunten Bobbel. Guckt euch mal diese genialen Farben an. Absolut der Hammer. So richtig farbkräftig und ach, an den konnte ich nicht vorbei. Hier haben wir die Horizon. Das ist eine Anti-Peeling Acryl. Mit der Farbe 14. Aber guckt die euch mal an. Oh. 200 Gramm auf 550 Meter, das heißt, wir haben hier über 1000 Meter Wolle.
Das ergibt dann auf jeden Fall einen schönen Pulli oder irgendwas in diese Richtung. Ja, ich versuche mich schon so langsam beim Wollkaufen auf den Herbst und Winter vorzubereiten, aber ich möchte den dieses Jahr sehr farbenkräftig gestalten, weil Herbst und Winter ist ja schon relativ grau und dunkel und kennt ihr ja. Und wenn wir es dann schön farbenkräftig haben, ist das natürlich absolut schön. Also haben wir hier davon zwei wunderschöne große Bobbles und ich liebe jetzt schon diese Farben. Guckt die euch mal an. Und hier, ja, da ist mir ein bisschen der Button mit mir durchgegangen. Drei sind es geworden. Okay. Aber auch die kriegen wir verarbeitet. Ich lege die mal hier rüber. Was ist denn das? Ein Hobbybonbon. Och, ist hier süß. Ja, das können wir nach dem Film kosten. So, dann haben wir unsere Werbegeschenk. Und die Knöpfe, wovon ich einmal wusste, zweimal drin ist. Ich vermute mal, da habe ich auch mehr gedrückt. So, aber wir gucken uns jetzt auch gleich die Wundertüte an, weil da bin ich nämlich auch schon mächtig gespannt drauf. Jetzt habe ich die Tüte hier an der Seite. Hier oben das, was ich euch schon gezeigt habe. Und jetzt gucken wir mal rein. Ich habe wirklich wieder nur aufgeschnitten. Es ist die, ich glaube, die große Tüte mit dem Baumwollgarn. Weil die hatten da zwei Sorten. Doch, ich glaube, das müsste die große sein. Schauen wir mal zusammen rein. Hier haben wir einen Grünton. In der Kamera kommt er ein bisschen kräftiger, als er in Wirklichkeit ist. Aber eine sehr, sehr schöne Farbe. Das ist die 8 von 4. 50 Gramm auf 170 Meter. Und für die Nadelstärke 2,5 bis 3,5. Achso, die Farbnummer, gell? Die habe ich jetzt wieder fast vergessen. Lot 6 und die Farbnummer 24. So, wir schauen mal weiter. Ah, jetzt wird es mal ein wenig dunkel. Junior. Manflower Cotton Junior. Aha. Ach nee, Mayflower, nicht Man. Lala. So, das ist für die Nadel 2,5 bis 3. Für die Waschmaschine geeignet bis 60 Grad. Gramm auf 170 Meter. Und wir haben hier einen ganz, ganz dunklen Grauton. Ja, ihr merkt gerade, die Banderole irritiert mich gerade ein bisschen, obwohl ich das Schiffchen hier wirklich irgendwo total süß drauf finde. Aber ich hatte mich mehr auf den Regenbogen jetzt eigentlich so gedanklich eingestellt und jetzt guckt mich da so ein kleines Schiff an. Wir schauen mal weiter. Hier haben wir wieder unseren Regenbogen, die 8 von 8. Und hier können wir jetzt gleich uns mal den Unterschied angucken. Das ist die Wolle 8 von 8. Und das ist die Wolle 4 von 8. Wie ihr seht, die 8 von 8 ist um einiges dicker, bleib mir hier du, wie die 4 von 8. Also das ist dann eher, wenn es mal ein bisschen schneller gehen sollte. Und das ist dann was Feineres. Nur damit wir uns den Unterschied jetzt auch mal angeschaut haben. Also die 8 von 8 ist stärker als die 4 von 8. Und die 8 von 8 ist dann für die Nadelstärke 3,5 bis 4. Und die 4 von 8 ist die 2,5 bis 3,5. Also wie ihr seht, wirklich unterschiedliche Nadelstärken.
achtet da wirklich beim Häkeln drauf, dass ihr die beiden nicht vermischt, weil das hier ist halt dicker, da habt ihr dann ein bisschen dickeres Stück, wenn ihr es jetzt in einem Schal macht oder so. Macht ihr das jetzt in einem Amigurumi, wo jetzt zum Beispiel das eine ein Blatt ist, wie jetzt bei unserem Mystery. Da hatten wir ja die unterschiedlichen Blätter. Da konnte man das wunderbar mischen. Da habe ich das auch gemischt. Die Creme von den Blättern war die 8 von 8 und das Rosé war die 4 von 8. Das war dünner. Aber dadurch, dass es beides ja irgendwo eigenständig war, zwar zum kompletten Amigurumi dazugehörte, aber alles eigenständig war, ging das wunderbar zu mischen. Macht ihr das Ganze in einem, dass ihr jetzt, sagen wir mal, ein Bein häkelt und ihr macht die 4 von 8 als Schuh und der 8 von 8 als Bein, das passt nicht ganz. Weil dann wird das Bein nämlich dicker, als ihr haben wollt. Müsst ihr wirklich dann darauf achten, dass wenn ihr sowas macht, entweder da, wo es wirklich geht, wie bei Blumen oder so, da kann man das wunderbar mischen. Oder wirklich dann immer auf eine Sorte. So, jetzt gucken wir mal weiter. Und hier kommt ein wunderbares Weiß zum Vorschein, die 8 von 4. Das heißt, wir haben hier wieder ein dünneres für die Nadelstärke 2,5 bis 3,5, 50 Gramm auf 170 Meter. Und wieder diese niedlichen kleinen Fähnchen, die mir ja wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hoppala. Hier kommt das erste schon rausgeplumpst. Hier haben wir einen zarten Rosaton und von der Dicke würde ich sagen, ist es eine 8 von 8. Ja, es ist eine 8 von 8. Die Farbnummer 50. Und dann könnte man das mit dem zusammenmischen. Ich sortiere das gleich mal ein bisschen. Das ist die 4 von 8 und das ist die 8 von 8. Und du, mein kleiner Süßer, bist eigentlich auch eine 4 von 8. So. Hier haben wir einen wunderbaren grünen Ton. Das würde ich wieder zur 8 von 8 packen. Genau. Was ich euch jetzt hier zeige, ist alles reine Baumwolle. Das ist die Wundertüte Baumwolle. Also alles reine Baumwolle. So, gucken wir mal. Hier haben wir ein ganz, ganz tolles, starkes Dunkelblau. Schon sehr marinemäßig. Obwohl es für Marine noch ein Tack zu hell ist, würde ich sagen. Das ist die Farbe 30, das ist eine 4 von 8. Die geht damit darüber. So, hier haben wir wieder ein Grün, das ist das gleiche. Ja, das ist das gleiche Grün. Also davon 2. So, hier haben wir noch mal ein Rosa. Ich glaube, das müsste auch das gleiche sein. Ja, das ist das gleiche. Ja, Farbnummer 44. Also davon auch 2. Ich schub's mal kurz. So, dann haben wir hier ein Zitronengelb, ein richtig kräftiges Gelb ist es nicht. Ich würde es eher in Richtung Zitrone packen. Ist auch die 8 von 8 mit der Farbnummer 53. So, dann haben wir hier ein Weinrot. Mit der Farbe 9 vom Lot 176. Das ist für die Nadelstärke 3 mm. Ein Cotton Kings 8 von 4. Aber ein wunderschönes Weinrot. Tun wir darüber. Dann haben wir hier noch einmal das Zitrone, also das jetzt auch zweimal.
Hier haben wir das, ja, auch so ein Marine 854. Aber wie ihr seht, hier ist ein kleiner Farbunterschied drin. Marine ist nicht gleich Marine. Das hier ist ein Tacken heller wie das. Seht ihr das? Aber wirklich nur ein ganz kleiner Tacken. Wir können auch mal die Plätze tauschen, nicht dass es das Licht ist. Nein, es ist nicht das Licht. Das ist und bleibt ein Tacken heller wie das. Ja. So, dann haben wir das Grün. Ist das dasselbe? Ja, das ist das gleiche Grün. Die 24 und hier auch die 24, ja. Also das von 8 zu 4 haben wir jetzt auch zweimal. So, hier haben wir nochmal das Rosa, was wir hier unten schon mal liegen haben. Das haben wir jetzt also auch schon zweimal. Ist aber gar nicht schlecht, dass wir von jedem dann 100 Gramm haben. Da können wir wenigstens auch mal was Größeres mitmachen. So, hier haben wir das Ahoi wieder. Das Ahoi hatten wir hier. Also auch davon zwei. Ich nenne das jetzt einfach das Ahoi. Da wisst ihr, was ich meine. So, die Cotton Kings, die hatten wir doch eben auch schon. Nee, das ist Rainbow. Hatten doch gerade schon eine Cotton Kings. Ach hier, in Weinrot. Und jetzt haben wir sie in Weiß. Aber diesmal die 8 von 8 und das hier war die 8 von 4. Also mit hier rüber. Die Cotton Kings hat 50 Gramm auf 75 Meter. Ist für die Nadelstärke 3,5 bis 4. Und ein wirklich wunderbares Weiß. So langsam habe ich hier auf meinem Schreibtisch eine Wollmauer. So, hier haben wir jetzt, ich habe jetzt mal die Tüte ausgeschüttet, weil es waren nur noch 3 Knäuel und ich brauchte ein bisschen Platz. Hier haben wir jetzt zweimal die Baby Cotton Mini. 50 Gramm auf 105 Meter. Für die Nadelstärke 3,5 und die Genadel 3 bis 3,5 mit der Farbnummer 3. Ein ganz, ganz tolles Hellgrau. Und als letztes haben wir wieder die Cotton Kings. Das wäre dann die noch einmal. Moment. Ja, genau, die noch einmal. So haben wir die auch dann zweimal. Also, wir haben zweimal das Hellgrau, zweimal ein Weinrot, zweimal das Zitronengelb, zweimal das Grün, zweimal das Rosa. Zweimal das Rosa, zweimal Ahoi, zweimal Marine, zweimal das Grün und dann einmal ein Weiß von Cotton Kings und einmal ein Weiß von Rainbow. Ja, und das war dann diesmal in der, ja, in der Wundertüte drin mit Baumwolle. Ich würde sagen, das hat sich dann auch doch schon wieder mal gelohnt. Die Preise habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber wir wissen ja alle, was Baumwolle kostet. Und
Und wir wissen auch von der letzten Wundertüte, dass wir jede Menge Geld gespart haben. Und ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass es diesmal wieder so ist. So, meine Lieben, jetzt muss ich mal schauen, wie ich diesen ganzen Berg unterkriege. Und langsam muss ich wirklich mal aufhören mit dem Bestellen, weil mein Wolllager platzt fast. Aber ich habe ja noch so andere schöne Shops von euch. So, wenn ich jetzt die beiden Wundertüten mal miteinander vergleiche, die vom letzten Mal mit dem Acryl und die mit der Baumwolle. Die Baumwolle ist schön, man hat schöne, viele verschiedene Farben. Aber ganz ehrlich, am begeistertsten oder was mich mehr begeistert hat, ist die Acryl-Wundertüte. Da hat man einfach so ganz unterschiedliche Wolle drin. Alles total, ja, es ist aufregend. Hier hat man, okay, gut, eine Rainbow, eine 8 von 8, die Farbe, die Farbe, die Farbe. Hier hat man das, ja, man hat zwei, drei verschiedene Sorten drin. Wir haben jetzt von drei verschiedenen Firmen drin. Klar, es ist nur Baumwolle in dem Sinne. Und da kann man nicht viel machen. Bei Acrylwolle hat man einfach mehr Auswahl. Das darf man halt auch nicht vergessen. Aber um sich wirklich überraschen zu lassen, um wirklich mal dieses oh, was ist drin Feeling zu haben, dann lohnt sich in meinen Augen bis jetzt am meisten die Acrylwolle. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, was so euer Favorit ist, die Wundertüte vom Acryl oder die Wundertüte von der Baumwolle. Ich meine, lohnen tut sich die Baumwolle auf jeden Fall. Man hat wirklich, man hat schöne verschiedene Farben, man kann hier schön dann damit rumspielen und so, das lohnt sich wirklich definitiv. Aber um diesen Wow-Effekt zu haben, finde ich persönlich jetzt die Acryltüte am besten. Aber lasst mich mal unten in den Kommentaren wissen, was euch am meisten gefällt. Ist es die Baumwolle oder ist es die Acryl? So, meine Lieben, ich räume das Ganze jetzt mal weg. Bedanke mich fürs Zuschauen, für die, die jetzt noch dran sind. Mache Winke-Winke in die Runde und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.